Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, dass Rypex seine Videos faked, Leute. Und zwar, ihr wisst ja, Rypex ist der Developer von Griefer Games und hat auch einen Kanal mit 47.000 Abos, glaube ich jetzt. Also fast 48.000, auf jeden Fall irgendwas um den Dreh. Und er lädt in letzter Zeit immer Videos hoch, wo kleine Kinder, oder sagen wir mal besser sagen, Jugendliche ihn DDoSen wollen, den Server hacken wollen, sowas, was abgefrühert halt auch immer hochgeladen hat. So. Ich habe mir eins von diesen Videos mal angeschaut. Das war, ich glaube, das vom 5.1. das Video. Da hat er drin gesagt, dass man einen, dass er einen Avatar hat und als man, also wenn man auf diesen Avatar klickt, dass man dann diese IP-Adresse hat. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Avatar wurde gesetzt. Mit, das ist wie so ein Link, wenn ihr einfach nur auf den Namen auf der S klickt, hat der im Prinzip so einen IP-Logger auf einer Webseite offen, hat eure IP und dann, ja, kann euch damit halt DDoSen. Das ist auch nicht so schwer zu machen, es geht eigentlich recht leicht, wenn man weiß, wie es geht. So, Leute. Auf dem Griefer Games CS kann man schon seit einem Jahr oder so keinen Avatar mehr setzen. Und da frage ich mich, Rypex, wie sollte denn ein Avatar gehabt haben, obwohl man den auf Griefer Games gar nicht setzen kann, als ganz normaler Spieler. Oh, das kann man nur als, ich glaube, als Admin oder als Owner sogar, kann man nur einen Avatar setzen. Nee, als Moderator und Supporter, glaube ich auch schon. Da frage ich mich, wie sie das gemacht haben, Leute. Tja, das ist eigentlich schon meine einzige Vermutung. Ihr könnt gerne mal auf den Griefer Games CS gehen und versuchen, einen Avatar zu setzen. Ihr werdet sehen, dass es nicht geht. Und das ist der Indiz dafür, dass Rypex seine Videos faked. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Info-Video zu diesem Thema gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.